Hallo und willkommen zu dieser Let's Play-Reihe zu L.A. Noir. Das ist gerade erschienen für die Nintendo Switch und ich habe es mir heute gleich mal im Laden geholt. Vorweg, wenn man keine Speicherkarte in seiner Switch hat, wird es schwierig sein, das Spiel zu installieren. Die ist zwingend notwendig, da doch nochmal so knapp 14 GB an Daten runtergeladen werden. Ja, ich würde sagen, wir starten das Ganze mal. Ich habe das Spiel damals von Rockstar eigentlich nicht auf der PlayStation gespielt. Weder auf dem PC noch der PlayStation. Deswegen ist es für mich alles neu und wir spielen das Ganze blind. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Viel Spaß! Okay, neu. Extras. Das Ganze ist natürlich in diesem 40er-Jahres-Stil gehalten, was natürlich sehr cool ist. Okay, viel mehr gibt's nicht. Extras, neu, Social Club, den werden wir wahrscheinlich rauslassen. Neu. Okay, mal sehen, wie lang die Ladezeiten sind. Das ist ja auch immer wichtig. Ich lasse es mal laufen und schneide das nicht. Okay, los geht's. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile, the car. A symbol of freedom and vitality. Ah, das waren schon geile Karren damals. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. The city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. The city of pioneers. City of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Tod im Spiegel. But you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad. Or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective in ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Okay, los geht's. Das Ganze so steuern lässt wie bei zum Beispiel GTA, ich denke nicht. So. Vorwärts. Okay. Schauen wir mal. Oh. Ach, ich bin Polizist, ich darf ja auch fahren, wie ich will. Fahren wir mal hin zu dieser Flagge und schauen uns, was uns da erwartet. Oh. Tatort in der Gasse, 10.21 Uhr abends. Floyd Rose, Homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat.
You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We got places to be. Happy hunting. Okay, wie man sieht, bin ich ein einfacher Streifenbulle, den, den die nicht so viel, wovon die Leute nicht so viel halten, beziehungsweise die Detectives auf jeden Fall nicht. Schauen wir mal nach. Alright, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Schauen wir mal nach, ob es hier irgendwas gibt. Durchsuche Schauplätze gründlich, um Hinweise zu finden. Du kannst auch den linken und rechten Joy-Con von der Konsole entfernen und SL oder SR drücken. Also ich spiele leider mit dem Pro-Controller. Ich werde es aber in den nächsten Folgen mal probieren, auch mit den einzelnen Joy-Cons zu spielen. Oh, war noch irgendwas. Okay, es vibriert. Irgendwas vibriert hier gerade. Ich glaube, es ist hier die Flasche hier vorne. What have you got, Phelps? Anything? Aber ich kann da noch nicht. Ich kann nicht wirklich runtergreifen. Okay. Also der Joy-Con, beziehungsweise mein Pro-Controller vibriert hier bei dieser Flasche. Aber irgendwie. Ach ja, Oma, ja, okay, jetzt sagt ihr mir das an. Okay, schauen wir uns die Flasche mal an. Nutze den, um den Gegenstand zu betrachten. Okay. Ja. Kann nicht so viel erkennen. Na gut. Gehen wir wieder zurück. Dort, wo sie war. Ja. Haben wir noch mehr hier? Die Waffe zu finden wird wahrscheinlich nicht so einfach sein, aber. Okay, ich dachte, man kann die Mülltonne aufmachen, kann ich nicht. Wenn er die Flasche weggeworfen. Na, was haben wir denn hier? Einen kleinen Pinsel. Okay, das hat nichts mit dem Fall zu tun. Wie man sehen kann, läuft das ganze Spiel mit 30. Mit 30 Frames per Minute. Ich nehme jetzt 60 auf. Aber, tja. Ich denke mal, bei so einem großen Spiel wird es wahrscheinlich schwierig sein, die Framerate zu halten. Für Rockstar. Hier ist nichts zu finden, aber da ist schon mal Blut an der Wand. In der Nähe, die man untersuchen kann, wird mit Vibrationsfunktion eines akustischen Signals. Oh. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe. Zweimal den Kopf. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Auf jeden Fall scheiße. Doesn't really matter how you go, once you're gone. Don't get all deep on me, Phil. Okay. So, jetzt müssen wir einfach mal die Knarre mal finden. Guck mal hier. Oh, was da oben? Die liegt auf dem Glasdach. Okay. Das ist doch die Waffe, das muss er doch auch sehen. Also wenn ich das sehen kann, müsste er das auch sehen können. Ach so, das ist... Okay, Entschuldigung, das ist die Spiegelung. Schauen wir doch mal nach. Wieder hochkommen. Nur wahrscheinlich durch die Tür hier. Hoffen wir, dass da nicht noch jemand ist. Da ist eine Flasche wieder. Na, schauen wir mal nach, ob jemand draus getrunken hat. Okay. Ja, ich glaube, man könnte hier durch und dann oben raufkommen vielleicht. Nee, das geht nicht. Okay, auf dem Dach. Vielleicht kann man ja die Regenrinne hochklettern. Okay. Sportlich bin ich schon mal, wie man sieht. Schauen wir mal, ob es die Waffe ist. Wir werden sie eintüten und dann natürlich in den Dezernat bringen. Oh, ein Colt. How you doing, Cole? Found it yet? Smith & Wesson, Serial S718. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das so cool, das anzufassen mit den Fingerabdrücken? Macht das Sinn? Bei den 40er Jahren haben die es wahrscheinlich so gemacht. Aber... Noch weiter untersuchen? Zweimal wurde abgetroffen. Okay. Instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Ja, weiß nicht, ob es interessant ist. Aber wir werden die Waffe ja wohl mitnehmen müssen. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ja, aber wie
wieder runterkommen. Gehen wir erstmal wieder runter. Okay, laufen kann ich auch ein bisschen. Nicht super schnell. Die Vibration. Show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Ah, sauber. Schauen wir mal nach. Laufen wir dort mal hin. Wenn wir in diesem Gun Shop, in dem Waffenladen vielleicht was bekommen, wäre es ja nicht schlecht. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little boy scout, Cole. So, bin ich der Fahrer? Er rutscht automatisch rüber. So. Okay, drücke. It'll be fine, Ralph. Ah, okay, du erhältst Initiativpunkte, wenn du Erfahrungen alles sammelst. Setze die Initiativpunkte ein, um deine Untersuchung zu unterstützen. Okay. Einen habe ich schon bekommen. Das ist natürlich praktisch. Und was ist hier? Blutflecks, Smith & Wesson Revolver gefunden. Ah, okay. Smith & Wesson Revolver, zwei Schüsse abgegangen. Ja, das haben wir gesehen. Der Blutfleck, was sagt der uns? Blutspritzer an der Tür und am Boden der Gasse. Sauber. Beziehungsweise nicht mehr sauber. Okay. Fahren wir los. Der Waffenladen, hat er mir den angezeigt, wo der sein könnte? Noch nicht, ne? Finden wir schon gleich. Ja, ja, oh. Da kriegen wir ein bisschen Angst, oder? Wollte der Kollege mir nicht sagen, wo ich das finde? Mal gucken. So. Gut, nein, weiter. Person auch nicht. Orte, da. Der Waffenladen. Als Ziel festlegen. Perfekt. Ah, okay. Los geht's. Denkt dran, Leute, ich bin Cop. Fahr mir nicht im Weg. Ui. Tut mir leid. Ah, die alte Möhre ist auch nicht so leicht zu fahren. Die ist schon so, also die reagiert schon sehr schnell, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich mir die privat kaufen würde, ne? Ja, ich fahre einen kleinen Umweg, oder? Auch nicht. Hätte ich vielleicht über die Brücke müssen? Gibt bestimmt eine Abzweigung gleich. Also es ist schon ein bisschen cool, dass die Switch auch so diese alten Spiele nochmal bekommt, die ich mir damals habe gar nicht gegönnt, sozusagen. Ich habe natürlich echt GTA-Spiele gesuchtet, aber das Spiel ist eigentlich voll an mir vorbeigegangen. Deswegen, mal schauen, wie das ist. So. Ja, der Wagen ist nicht der schnellste, das gebe ich zu. Oh, 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 oh. Aber auch eine lahme Krücke kommt ans Ziel. So, sollte mal schon langsamer werden. So. Ja, ja. Und da ist der lokale Waffenladen. Na, schon vorhin auch schön. Ich wollte nicht über Rot fahren, aber egal, ne? Shooting Gallery open 24 hours. Der Waffenladen, 10.33 Uhr. Mal sehen, wie schnell wir den Fall lösen. Na? Wie wir alle wissen, kriegt man in Amerika einfach eine Waffe. Der Handschlag. Ich glaube, die Waffengesetze haben sich seitdem nicht geändert. Smith & Wesson, Model 27, Registered Magnum. Chambered for 357, nickel-plated with pearl grips. Okay, er kennt sich gut aus. Used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No. I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. Oh, das ist perfekt. Er kennt sich ja wirklich gut aus. Orders. Oh ja. Oh, gut, dass er den Finger drauf hält, dann hätte ich lesen können. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Model 27... 24, Nickel, gemaserter Rosenholzgriff. So, gehen wir da runter. 24, Blue Steel. Das ist ein 27er Nickel, das müsste der hier sein, ne? Walnussgriff? Ne, das war Perlmuttgriff, ne? Perlmuttgriff, dann ist doch vielleicht hier drüben.
Was hat er mir denn gerade eben gesagt? Das habe ich total vergessen. Okay. Drücke L, um Einträge zu lesen. Ja. Wissen, Wissen. Da. Oh. Dort. Müsste es doch sein, oder? Lesen wir mal. We're in luck. Errol Schroeder. 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Super. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Perfekt. Also wir wissen jetzt, wem die Waffe gehört und werden dem wahrscheinlich jetzt einen Besuch abstatten. Würde ich mal... Okay. In for a penny, in for a pound. Komm, bitte, komm, einen komischen Spruch noch anbringen. So. Schröders Apartment. Werden wir das Ziel dort festlegen? Dann eiern wir mal dahin. Oh. Ah, die Musik ist ja schon mal cool, oder? Also ich meine, das ist so dieses typische alte Gangster-Polizeifilm-Gehabe von den amerikanischen Filmen damals. Macht schon richtig Laune, dazu zu hören. Auch spannend zu wissen, ob das der Typ jetzt war. Und ich habe ja schon mal gelesen davon, dass es ein paar... Okay. Oh, die erzählen sich wie bei GTA immer ein paar Geschichten unterwegs, die eventuell auch hilfreich sein könnten. Vielleicht soll ich ein bisschen zuhören. Ups. Ah, ist ein kleiner, extrem kleiner Wendekreis, den der Wagen hat. So, weiter geht's. Einmal hier um die Kurve. Die Quer fällt ein. Über den Parkplatz, was soll's. Und über die Eisenbahnschienen. Über die Brücke müsste ich wahrscheinlich. Oh, natürlich blöd. Fahren wir auf die Brücke rauf. Ist nicht ein Zugang von irgendwo? Da hinten geht sie runter. Wir müssen einmal kurz hinfahren. Wow. Ist jetzt wirklich so, dass der Wagen schon brennt, weil ich einmal gegengefahren bin? Ups. Oder dass ich Polizist bin? Nein, der brennt wirklich, der Wagen. Ich meine, ich bin dagegen gefahren. Ich weiß ja nicht, wie anfällig die Wagen damals waren. Aber der brennt. Ich meine, der brennt einfach mal. Und mein Wagen hat nicht mal einen Kratzer, oder? Oh, noch ein Auto. Von vorne mal schauen. Okay, vielleicht soll ich nicht nachschauen, während ich fahre. Ah, doch, ein paar Bollen hat der Wagen. Vielleicht gibt es ein bisschen Ärger vom Chef zu Hause. Ich sag der... Captain vom Revier, oh mein Gott. Du Phelps, du Arsch. Das ist der dritte Wagen diesen Monat. So. Würde ja mal probieren, über einen Menschen zu fahren, aber weil ich ein Polizist bin, mache ich es mal nicht. Werden wir bestimmt nochmal irgendwann. Entschuldigung, ich habe gerade nach links geguckt. Das ist natürlich blöd. So. So, mal ist rot, wir fahren trotzdem. In der Polizei. Kann ich überhaupt eine Sirene anmachen? Das wäre auch ziemlich cool. Schröders Apartment. 11:01 Uhr. Also insgesamt hat es noch keine Stunde gedauert, bis wir da sind. Gehen wir nochmal rüber und quatschen den Heini an. Ganz ein bisschen schneller. Denn wir sind ja auf Zack. Okay, hat die Tür einen goldenen... Kann ich durchgehen? Perfekt. So, schauen wir uns mal an. Schröder wohnt in Apartment 2. Gut. Schröder, Apartment 2. Gut, das wird wahrscheinlich hier oben sein. Unten wird er wahrscheinlich 1 sein. Behaupte ich mal. Wir schauen mal. Ach, wie? 3. Und hier drüben. 2. Na gut. LAPD. Oh. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn. Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. Uh-oh. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way.
You're not taking me down for this. Oh. Oh, mach hier so einen Boxkampf? Wie kämpft man denn? Achso, Zettel gedrückt halten. Oh, warte, andere Richtung. Na, komm her. That was a very... Ah. Ist man geblockt, dann kriegst du noch einen auf die Fresse. Oh, da steckt doch gut was ein. Oh, aber noch nicht zu lange. Okay. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Ja, ja. Markier mal mich den Harten. Du hast voll einen in die Fresse bekommen. Okay, schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir ja doch noch was. Meine Mütze auf jeden Fall. Ist das ein Pornoheft? Mystic Tales. Circumstantial. Na, no, weiß nicht. Sieht schon ziemlich cool aus. Hier ist ein Lady drauf. Okay. Gibt's hier irgendwas, was man... Irgendwas vibriert? Ah, okay. Die Fingerabdrücke vielleicht? It would take a smarter man than me to connect that. Ah, okay. Ich bin wahrscheinlich einen Schritt weiter. Ich hätte jetzt gedacht, man darf vielleicht die Fingerabdrücke nehmen kann von... Würde doch Sinn ergeben, oder? Um die denn zu vergleichen mit den Fingerabdrücken auf der Waffe? Na gut, wenn es seine Waffe ist, dann werden seine Fingerabdrücke ja so oder so da drauf sein. Also, kann ich über ihn rübergehen? Nö. So, schauen wir in die Schublade. Was hat er denn da? Na? Artie Rosenberg, Summers, Frank. Malewski. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Okay, vielleicht... We can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Naja, er ist schon Weichflöte, mein Kollege. Ich hätte natürlich das Ding jetzt mitgenommen und nochmal ordentlich was riskiert. Aber da kann man wahrscheinlich nicht mit jedem rechnen. Okay. Was ist das jetzt? Eine Zwischenblende? Rückblende? Eine Rückblende, würde ich sagen. Das war da ich doch gerade, oder? Selbst. Ah, als Frischling in die Stadt gekommen. Oder, nee, zur Army, würde ich sagen. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you! You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Okay, ich war also bei der Army und hatte einen coolen Sergeant, wie man gesehen hat. Bewaffnet und gefährlich. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. But the force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Klar, das übernehmen wir.
take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Oh, es gibt noch eine Schießerei. Cool. Vielleicht eine Schießerei. Okay, erstmal fahren wir los. Und wie man hören kann, haben wir auch eine Sirene. Ist schon cool, sowas für unterwegs zu spielen, oder? Ich meine, du hast einfach mal deine Switch dabei und kannst das einfach mal, boah, spielen. Wenn du unterwegs bist, im Zug, im Bus. Das macht schon Laune. Oh. Ui. Die haben mich gerade direkt auf unseren Wagen geschossen. Drücke A, um den Kofferraum zu öffnen und eine Waffe herauszuholen. Oh, ich habe eine Schusslinde. Wie cool ist das denn? Boah, reingerannt. Hoch da. Jetzt einen Kopfschuss, wenn du oben hochkommst. Gibt's doch gar nicht. Oh, auf Deckung bleiben. Lad mal kurz nach. So. Komm, du Feigling. Traut sich nicht. Go, I'll hold them. Put your weapons down and your hands in the air. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Okay. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Gucken wir mal nach, wie viele da drin sind. Entdeckung. Nachladen. Los geht's. Schauen wir nach, wie viele da drin sind. Zwei Tote. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Not a fucking chance, copper. You come any closer, we'll cut you. Boah. Oh, hat mich getroffen. Okay. Weiß nicht, ob meine Energie sich wieder füllt, ja doch. Stay down. Forward. Mist. Okay, den haben wir auch. Na nö, Schrotflinte? Ich müsste doch mit dieser Waffe durchs Geländer schießen können, oder sehe ich das verkehrt? Der will mich doch nicht verarschen, dass ich da nicht durchschießen kann. Ach Mann. Das ist ja nur Quatsch, ne? Das ist ja ein Holzgeländer da oben. Da müsste ich doch einfach mal kurz durchballern können. Ich finde es so cool, dass er mit der Schrotflinte so gut trifft. Das ist es? Wir haben sie alle? Ich denke, wir haben sie, Cole. Sollte alles klar sein. Auch nicht schlecht, einfach mal alle abgeschossen. Damals hat man die Banküberfälle so gelöst, ohne Geiselnahme oder alles. It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Ja, der ist nicht der beste Partner. Im ersten Fall kriegt er aufs Maul und kippt um. Hier schießt er nicht mal. Naja. So, hier kommt nochmal eine Rückblende. Und auch nach dieser Rückblende würde ich sagen, haben wir den ersten Part von L.A. Noir überstanden. Beziehungsweise fertig gespielt. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future. Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. Die Gesichtsmimik, auch wenn das Spiel ist ja jetzt schon 5 oder 6 Jahre alt, glaube ich, ist schon ziemlich cool gemacht. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Sind die eigentlich von irgendwelchen Schauspielern sozusagen gecaptured? Weil die sehen so bekannt aus. Besonders, also meine Hauptfigur, finde ich, sieht sehr bekannt aus. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Falls es euch Spaß macht, schaltet gerne wie einen bei der nächsten Runde. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, schauen wir uns das Intro nochmal kurz an. Aber dann mache ich wirklich aus. Their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight.
Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph. Friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bauer. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Okay, laufen wir doch mal dem her. Ich dachte, ich könnte eine kleine Pause machen. Aber wir werden den noch schnappen. Oh. Der Laster. Wenn wir ihn haben. Bowers, hold it right there. Hoch da. Keine Angst, der Phelps, ne? Nein. Nein, nein, nein. Hoch. Oh. Was macht er denn da? Er geht immer wieder. Ach so, man muss nur nach oben halten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ich müsste noch mehr machen. Steuern muss man hier gar nicht. Man hält nur nach oben und er rennt auch mal schrauben. Ich weiß jetzt nicht, wo er hingelaufen ist. Wisst ihr das? Dann muss er rauf. Darauf. Nee. Wo ist er? Wo ist er denn hin? Oh, ich glaube, wir haben verloren. Dort hoch ist er, okay. Ah, Fall gescheitert. Na gut, trotzdem schließen wir jetzt ab und beim nächsten Mal geht's dann direkt hier an dieser Stelle weiter. Schönen Abend noch und danke fürs Zuschauen. Bis dann.